Hallo und willkommen bei Notfallmedizin. Hallihallo. Ich bin Philipp, das ist Martin. Wir sind beide passionierte Notfallmediziner und machen Videos für medizinisches Fachpersonal. So, genug der Laberei. Es geht um Reanimation. Es geht um Reanimation und zwar The Next Steps. Ich habe es mega spannend schon mal angekündigt. Ich bin nur ganz aufgeregt. Ja, ich bin auch sehr, sehr aufgeregt. Fassen wir ganz kurz zusammen. Wir haben schon ein Video für euch gemacht, da geht es so ein bisschen um die Chaosphase, also was mache ich, wenn der Patient einen Stillstand hat, wie konsolidiere ich das Ganze und habe dann die Startphase, in der ich im Endeffekt den Advanced Life Support eben etabliere. Mhm. Und wo wir jetzt starten, deswegen der Next Steps ist, der Patient, der hat jetzt schon eine suffiziente Thoraxkompression, der hat einen Zugang, der bekommt seine Adrenalin, vielleicht auch Amiodaron, wenn er defibrillierbaren Rhythmus hat und wird auch schon geblitzt. Aber jetzt muss und der Atemweg ist gesichert. Und der Atemweg ist gesichert, genau. Und jetzt muss es aber ja irgendwie weitergehen, denn, und das muss man schon mal als allererstes Statement vorausschicken, die Reanimation ist eine Überbrückungsphase und keine wirkliche Behandlung des Patienten. Zwar manchmal schon, auch wenn er jetzt hypoxisch ist und der wird jetzt beatmet, dann ganz klar. Aber der Patient hat ja irgendeine Ursache, warum er einen Stillstand hatte. Und welche Ursachen gibt es denn da so, die vielleicht auch reversibel und für uns auch behandelbar wären? Das ist schon mal wichtig. Es gibt natürlich eine Unzahl an Ursachen, aber manche, wie zum Beispiel die Dekapitation, sind jetzt zum Beispiel nicht reversibel. Aber uns sind ja, für uns sind ja wichtiger als Notfallmediziner die reversiblen Ursachen. Und da gibt es verschiedene Einteilungen, die H's und die T's, so habe ich es mal gelernt, dann gibt es H's und Hits und 5 H's und 7 T's und wie auch immer. Im Endeffekt geht es eigentlich immer um die gleichen Sachen. Ich hoffe, es wird jetzt nicht peinlich und ich erinnere mich an alle, aber gehen wir es einfach mal gemeinsam durch und du hilfst mir sonst. Ja. Also, fangen wir mal mit den H's an. Ja, genau, also Hypoxie, ja, Hypovolemie, Hypothermie, ja, und dann gibt es so diese Hyperkaliämie, also eigentlich hauptsächlich Kalium, plus mit einem kleinen Eck noch die Glucose dazu, das sind so quasi die H's. Und wenn man dann die Hits nochmal durchgeht, dann gibt es die Herzbeuteltamponade, dann gibt es die Intoxikation, dann gibt es Thrombose, damit meint man sowas wie den Myokardinfarkt oder eine Lungenembolie. Und dann gibt es den Spannungspneumothorax. Puh, und nicht nur die Umgebungstemperaturen bringen mich zu schwitzen, sondern auch die Aufzählung dieser Punkte. Deshalb bin ich ein Fan von Checklisten. Okay, jetzt haben wir Martin schon mal ordentlich ins Schwitzen gebracht, aber wir nehmen ihn jetzt richtig in die Zange. Lieber Herr Fandler, was machen wir denn eigentlich bei allen diesen Punkten? Fangen wir doch mal an. Schwierigster Punkt, die Hypoxie. Wie sollte man die behandeln? Ja, mit Sauerstoff. Und tatsächlich muss man so ein bisschen unterscheiden, die hypoxischen Kreislaufstillstände sind ja gar nicht so super häufig bei den Erwachsenen, ist bei den Kindern ein deutlich relevanteres Thema. Aber das heißt, wir müssen den Atemweg sichern, das machen wir schon in der Startphase, indem wir zum Beispiel mit einem subglottischen Atemweg oder in dem Fall oder mit einem Endosachialtubus die Leute adäquat versorgen. Da ist immer wichtig, die klassischen Fehler sind, man vergisst den Beutel an den Sauerstoff anzuschließen, man vergisst das Beatmungsgerät an den Sauerstoff anzuschließen oder die Drücke stellt man nicht richtig ein, sodass dann der Beatmungshub immer abbricht bei 50 Millilitern oder der subglottische Atemweg ist zum Beispiel nicht geblockt oder falsch positioniert. Deshalb unbedingt auf das achten und da hilft übrigens auch die Kapnographie nochmal ganz gut, ob man adäquat Volumen bewegt. Kurze Zwischenfrage, jetzt stelle ich mir vor, einer reicht mir einen Beutel, aber es ist tatsächlich noch kein Sauerstoff dran. Lasse ich den dann liegen und warte, bis der Sauerstoff dran ist oder beatme ich trotzdem schon? Du darfst den benutzen, musst aber wissen, dass du nur mit Umgebungsluft beatmest und gerade wenn es um einen hypoxischen Stillstand geht, wo echt Sauerstoff wichtig ist, wirst du damit nicht viel erreichen. Okay, gut, nächster Punkt, Hypovolemie. Hypovolemie ist sind so zwei große Ätiologien. Das eine ist quasi die Hämorrhagie, also die akute Blutung. Da ist unser Job vor allem, dass wir möglichst schnell die Blutung stoppen. Da geht es ja eher in den traumatischen Arrest, muss man sagen, vor allem. Also irgendwelche Stichverletzungen, Verkehrsunfälle oder sowas in dem Bereich, aber zum Beispiel auch gastrointestinale Blutungen. Da sind wir präklinisch sicher sehr, sehr limitiert. Wir können probieren, eine kleine Spur Volumen zu geben, die Gerinnungstherapie je nach Situationen und Möglichkeiten. In der Klinik wäre da die Situation, wenn man das Gefühl hat, es geht um eine Hämorrhagie, sofortige Massivtransfusion, ja, wenn man da noch eine Chance sieht, zu machen. Eine Hypovolemie einfach durch Volumenverlust, also zum Beispiel Exsikkose und so weiter, das kann man schon beheben, führt selten isoliert zum Kreislaufstillstand, sondern meistens ist es dann in Kombination oder ist der Auslöser dann eher die Elektrolytstörung, ja, muss man sagen. Also was ist unsere Aufgabe? Ganz akut, wir müssen schauen, blutet es da irgendwo nach außen raus, ja, also
quasi die abgerissene Extremität oder die spritzende Verletzung, die wir irgendwie komprimieren können. Und man kann tatsächlich etwas Volumen geben und schauen, ob darauf sich was tut. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du gesagt hast. Die Hypovolemie jetzt beim exzitierten Patienten oder auch vielleicht bei der Sepsis, wo man jetzt sagen würde, ja, der hat einen Volumenmangelschock gehabt. Da ist selten die Hypovolemie jetzt wirklich der Auslöser für den Stillstand, sondern eher das Globalgeschehen und die Volumentherapie nur ein Baustein dann. Ja, genau. Anders als bei der Hämorrhagie. Genau, Elektrolyte, Acidose, sowas. Mhm. Ja, genau. Okay, machen wir weiter mit Hypo-Hyperkaliämie. Ja, quasi die Elektrolytstörungen. Ja. Das ist was wir ohne, also gerade was Kalium betrifft, können wir eigentlich ohne Messmöglichkeiten nicht feststellen. Das heißt, das ist entweder was für die BGA im Schockraum, wo tatsächlich frühzeitig eine BGA sinnvoll ist, egal woher, also BGA mit Elektrolyten in dem Fall und jetzt nicht, dass wir eine Stunde warten auf irgendwelche Ergebnisse. Es gibt natürlich Situationen, wo man drüber nachdenken kann, also der Dialysepatient, der jetzt das Dialyseintervall verpasst hat, da kann man an eine Hyperkaliämie denken und die theoretisch auch auf Verdacht behandeln, aber es ist eine Einzelfallsituation. Was man auf jeden Fall machen sollte, ist die Glucose checken, weil die gehört da in diesem Bereich dazu. Auch eine Hypoglykämie kann einen Rest machen. Okay, und wo ich immer noch ganz aktiv dran denke, ist bei einer Torsade, ne, weil die ganz häufig eben auch mit Elektrolytverschiebungen assoziiert ist oder mit Intoxikationen, die QT-Zeitverlängerung machen. Aber bei der Torsade einfach nochmal doppelt drüber nachdenken, könnte das eine Elektrolytentgleisung sein. Hypothermie. Hypothermie ist auch ein schwieriger Punkt als alleiniger Auslöser, häufig dann doch irgendwie in Kombinationen beim Ertrinken oder bei Lawinenunfällen. Da ist die Frage, wie viel ist Hypothermie, wie viel ist die Hypoxie, ne? Verlegung der Atemwege und so weiter. Das ist auch ein spezieller Bereich, den wir nochmal, glaube ich, extra behandeln werden. Ich glaube, man muss daran denken, wenn die Leute im Schnee liegen, wenn man die Leute aus dem Wasser zieht, oder wenn die Leute irgendwie im Winter auf der Terrasse liegen, über längere Zeit oder am Boden, dann kann die Hypothermie tatsächlich ein reversibler Faktor sein. Und gerade bei Hypothermie, wenn keine schwersten anderen Verletzungen oder ganz klare andere Ursachen sind, die man nicht beheben kann, lohnt es sich häufig, die Reanimation zu prolongieren. Nach dem Motto, no one is dead until warm and dead, unless already dead. Aber dazu, wie gesagt, im extra Video mehr. Ausgezeichnet. Ja, jetzt machen wir weiter mit der Herzbeuteltamponade. Das ist ja auch so eine super Geschichte. Auch so irgendwie ein Chamäleon, ne, wo man immer wieder drüber nachdenkt, so ein bisschen wie die Lungenembolie. Könnte es nicht eine Lungenembolie sein, könnte es eine Tamponade sein. Die Tamponade, die für den Kreislaufstillstand ursächlich ist, ist entweder langsam entstanden, klassisch so zum Beispiel maligne, also als maligner Erguss. Das sind häufig wirklich große Ergüsse, die dann zuerst Rhythmusstörungen auslösen und dann im Rahmen dessen auch einen Arrest auslösen können, oder sind traumatische Perikardergüsse und dann Tamponaden durch Herzbeutelverletzungen, stumpfes oder penetrierendes Trauma. Da kommen wir schon sehr schnell in den Bereich des auch wieder Traumatic Cardiac Arrest, also quasi den traumatischen Herzstillstand. Das können wir nur mit Ultraschall ein- oder ausschließen. Deshalb ist bei jeder Reanimation ein kurzer Blick aufs Herz wichtig. Das war bis vor kurzem nur in der Klinik möglich. Mittlerweile ist das auch auf vielen Notarzt-Systemen verfügbar und sollte zu jeder Reanimation dazu gehören. Okay, da haben wir jetzt über Herzbeuteltamponade gesprochen, jetzt reden wir über die Intoxikation. Ja, irgendwie kommt mir vor, ich sage immer bei jedem Thema, das ist schwierig. Ne? Also ja. Intoxikation ist tatsächlich das größte Chamäleon von allen, weil wir das außer über die Anamnese und die Auffindesituation kaum herausfinden können. Es gibt kaum Zeichen, die uns zeigen, das ist jetzt eine Intoxikation, außer da liegt vielleicht jemand mit quasi der Heroinnadel im Arm und selbst dann wissen wir nicht, ist es jetzt wirklich Heroin oder war das irgendwas anderes. Das heißt, das können wir vermuten, wenn die Umstände stimmen oder wenn die Umstände uns irgendwie das Gefühl geben, das könnte jetzt sein, da 18 Tablettenblister liegen oder die Situation so ist, da hilft auch ein bisschen das Bauchgefühl, da hilft auch gerade das Team, die vielleicht ein bisschen einen weiteren Blick haben. Das zweite Team, das in den Raum reinkommt und nicht gleich sich auf den Patienten stürzt, sondern mal kurz einen Blick durch den Raum schweifen lässt, einfach dran denken. Auch da gilt bei einigen Intoxikationen und Stillständen aufgrund Intoxikation, kann es sich lohnen, länger zu reanimieren und zum Beispiel Richtung Zentrum zu überlegen, Richtung ECMO-Therapie, weil zum Beispiel jetzt ein Stillstand mit, nennen wir es jetzt mal Beta-Blockern, Calcium-Antagonisten oder so, kann fulminant sein, kann aber tatsächlich was sein, was halt eine Zeit lang da ist. Wenn man das überbrückt mit ECLS, dann können die Leute auch gut rauskommen können.
Und vielleicht noch so als Power-Tool-Tipp, wenn die Patienten nicht primär schon Kreislaufstillstand haben, kann man bei der Intoxikation relativ viele aus dem EKG heraus erkennen. Also wenn die schon super breite Komplexe plötzlich haben oder eine QT-Zeit, die ellenlang ist, oder wenn in der Klinik an der Anionlücke, dazu haben wir nämlich auch ein cooles Video. Und das Letzte, nämlich als ich Sani gelernt habe damals, ist ja schon ein bisschen her, da hat man ganz viel über diese Umweltgifte gelernt. Ne? So E600 irgendwas und so, ne? Genau, lauter so Gedöns. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, mittlerweile vergiften wir die Leute als Ärzte ziemlich effizient immer selbst mit den Medikamenten. Das heißt, einfach an die chronische Medikamenteneinnahme denken und da auch einfach darüber nachdenken, könnte der Patient vielleicht sich selbst einfach überdosiert haben. Ne? Also akzidentielle Intoxikation, da kommt man nämlich kaum drauf, weil da findet man nicht die Blister. Einfach dran denken, ja, gerade bei Psychopharmaka, alles was EKG oder elektrolytwirksam ist, kann relevant sein. Genau. Alright. Intoxikation, das nächste ist Thrombose. Thrombose ist beim Erwachsenen sicher eine der häufigsten Ursachen oder die häufigste Ursache. In dem Fall der Infarkt assoziierte Kreislaufstillstand, also ein OMI, ja, wenn man es richtig nennt, ein okklusiver Myokardinfarkt, der wiederum einen Kreislaufstillstand erzeugt, meistens im Rahmen von einer ventrikulären Tachykardie, die dann degeneriert. Wenn wir da schnell hinkommen, können wir gut helfen, häufig nach kurzen Defibrillationen die Leute stabilisieren, sehen im EKG eine Auffälligkeit, die brauchen so schnell, dass wir wirklich eine Herzkatheteruntersuchung und auch ein Zentrum, das das immer kann. Ja, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Je älter die Leute sind, desto oder je vorerkrankter kardiovaskulär, desto wahrscheinlicher ist es. Was wiederum schwieriger ist, ist die Lungenembolie als zweite Thrombose, also die Thrombose der Lungengefäße. Da wird es gerade präklinisch super schwierig, das festzustellen. Auch da hilft eigentlich nur das Sono oder vielleicht eine Vorerkrankung, also was eine die Knie-OP vor 2 Wochen und keine Thromboseprophylaxe zum Beispiel. Da kann man schon drüber nachdenken. Achtung, beim Ultraschall muss man gut aufpassen, denn jeder Mensch mit Kreislaufstillstand hat einen vergrößerten rechten Ventrikel, also nur so ein bisschen großer rechter Ventrikel, heißt nicht, dass das eine Lungenembolie ist. Und wenn man die Menschen dann behandelt auf Verdacht auf Lungenembolie, dann muss man auch konsequent sein. Das heißt, dass nach Applikation der Lyse, ja, das wäre die adäquate Therapie, 60 bis 90 Minuten danach eben nochmal weiter reanimiert werden muss. Also was gar nicht geht, ist Lyse spritzen und dann nach 15 Minuten sagen, ja, passiert noch immer nichts, wir hören jetzt auf. Also entweder Lyse und danach prolongierte Reanimation oder man macht es gar nicht. Ja, und ich glaube aber, dein Statement Lyse für alle, weil könnte es ja sein, ist häufig oder eher nur Lyse bei wirklichen Hinweisen auf eine Thrombose? Lyse bei wirklichen Hinweisen. Man sieht ja dann doch, wenn man dann auch die Obduktionen sich anschaut, was sind wirklich die Ursachen? Ist es jetzt selten die Lungenembolie, die man jetzt da großartig übersehen hat? Was noch eine Möglichkeit ist, wenn man einen Ultraschall hat, dass man einmal schnell auf die Femoralisvenen draufschaut und wenn man da eine riesengroße Thrombose sieht, das ist ein Blick von 2 Sekunden, das fast bei jedem Körper, bei fast jedem Körper ganz gut geht, auch mit einfachen Ultraschallgeräten, dann kann man natürlich dann auf Verdacht lysieren und eine Lungenembolie vermuten. Okay, und das Letzte, der Spannungspneumothorax. Auch da gehen wir schon ein bisschen in Richtung des traumatischen Kreislaufstillstandes, denn man muss sagen, dass ein gesunder oder von mir ist auch vorerkrankter Mensch, der kein Trauma erleidet, also keine penetrierende Thoraxverletzung oder irgendwie ein stumpfes Thoraxtrauma, wo dann die Rippen die Lunge verletzen, der nicht beatmet ist, dass so jemand einen Spannungspneumothorax kriegt und daran einen Arrest hat, ist ultra selten. Ja, ultra, ultra selten. Aber man muss dran denken, wenn jemand plötzlich schlecht wird unter Beatmung, ja, also man hat jetzt jemanden intubiert mit Asthma, COPD oder so und die schmieren plötzlich ab, dann muss man an den Spannungspneumothorax denken. Unsere Beatmung hat den quasi exazerbiert. Oder eben beim traumatischen Arrest, beim Thoraxtrauma irgendwo im Thoraxbereich eine penetrierende oder auch eine stumpfe Wunde. Da muss man unbedingt an den Spannungspneumothorax denken. Und wenn man daran denkt, heißt es, dass man beidseits entlasten muss. Oder sekundär nach iatrogenem Thoraxtrauma durch Thoraxkompression. Das ist denkbar, genau, aber das ist ja dann nicht der Grund für den primären Arrest. Dann haben wir Genau. halt 2 Ursachen. Also Ja, genau. Ja, aber das entwickelt sich ja manchmal auch so im Verlauf und dann denkt man, Mensch, primär war da der Spannungspneu. Sollte man nochmal nachdenken, ist der Spannungspneu vielleicht jetzt der sekundär entstanden? Ich habe das primäre Geschehen noch nicht erkannt. deshalb lohnt sich es gerade bei prolongierten Reanimationen oder bei wechselnden Rhythmen, wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt gerade jemanden und dann schmiert er wieder ab. Auf jeden Fall gerade bei prolongierter Reanimation nochmal zum Beispiel zu auskultieren oder mit dem Sono nochmal zu schauen, ob man beidseitig was
Lungenbewegung sieht. Alright, und jetzt haben wir über die H's und T's gesprochen. Was kann man denn sonst noch so machen? Jetzt ist der Patient nicht im präklinischen Setting, sondern wird in der Notaufnahme reanimiert. Was sind denn noch so wichtige diagnostische Punkte, die du immer machst? Naja, so viele sind es gar nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Das, was man machen kann, ist möglichst schnell eine Blutgasanalyse mit Elektrolyten, die einfach schon mal erstens ein paar Anhaltspunkte vielleicht für die Prognostik gibt oder schaut, wie dramatisch die Situation gerade ist. Sicher kein einzelner Wert 100% aussagekräftig, aber die ein bisschen eine Idee gibt, wie hoch ist das Laktat, wie ist der pH, aber die vor allem auch schwere Elektrolytstörungen gleich zeigt, eine Hypoglykämie zeigt, eine Kaliumproblematik zeigt und theoretisch noch andere, Magnesium oder Calcium und so weiter, auch nochmal anzeigt. Also das ist klar. Was man auch in der Klinik unbedingt machen muss, also in dem Moment, wo jemand als Reanimation in einen Schockraum kommt, dann muss der Mensch einen Ultraschall kriegen. Ich glaube, da gibt es überhaupt keine Diskussion dazu. Egal, ob traumatisch oder nicht traumatisch. Die Fragestellungen haben wir eigentlich gerade behandelt. Quasi unbedingt Herz, bei DD-Lungenembolie vielleicht ein schneller Blick auf die Femoralen und den Pneumothorax. Das sind so die wichtigen Punkte. Mit Ultraschall, ganz kurzes Statement von dir, weil es wurde ja in den Leitlinien erstaunlicherweise eher abgewertet. Warum ist das so? Naja, ich glaube, wenn man ehrlich ist, abgewertet ist so ein schwieriger Begriff. Es ist in seiner Wichtigkeit, glaube ich, adäquat eingeordnet worden. Am Anfang war das jetzt sehr hip, dass man sagt, ja, jeder kriegt sofort nach 4 Sekunden irgendwie ein Sono und wir schallen während der Intubation, wir schallen eigentlich quasi alles. Das ist super, wenn man es kann und wenn das Team das kann. Aber das Problem ist, dass man in mehreren Untersuchungen gesehen hat, dass diese Pausen, die dieses Ultraschallen braucht, ne, dann kommt vielleicht der Kardiologe und schaltet mal das Herz und dann kommt noch jemand anderer und macht das, dass die Pausen einfach ein Riesenproblem sind. Das heißt, da kommen wir wieder ganz an den Anfang zurück. Die Thoraxkompressionen müssen laufen. Und wenn jemand nach 4 Sekunden das Herz mit eingestellt hat, dann wird weiter gedrückt und dann hat er 2 Minuten später die nächste Chance. Ja. Was zum Beispiel eine Möglichkeit ist, dass man wirklich versucht, subkostal sich das Herz schon einzustellen. Das flippt dann immer rein und raus, aber man weiß schon ungefähr, wo man hinblickt. Und wenn Pause ist, dann kann man sich sofort drauf konzentrieren. Und am besten ist es auch, wenn der Ultraschall nicht der Teamleader ist, sondern jemand anderer quasi diesen Algorithmus runterzählt. Aber dazu gibt es ja auch nochmal das Video zum Thema Team-Aspekte bei der Reanimation. Genau. Okay, das sind doch super Statements. Das war es eigentlich auch schon zu der Reanimation. The Next Steps. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass ihr euch einfach einen Plan zurechtlegt und dass man nicht planlos handelt. Das gilt für die Lyse, das gilt für die gesamte H- und T-Behandlung. Weil was man ja doch manchmal erlebt, ist, dass aus Hilflosigkeit dann ein Transport in die Klinik, ins CT, unter Reanimation, in die Choro gemacht wird. Macht euch vorher einen Plan, den ihr irgendwie argumentieren könnt und dann handelt danach. So kopfloses Handeln bei der Reanimation, einfach mal blind alles machen, das ist, erlebt man leider häufig, weil es dann doch eine stressige Situation ist und für manche total selten. Aber ja, versucht euch da irgendwie zu zügeln. Und ich glaube, gerade da muss man sagen, gerade da sind Checklisten wichtig. Also die H's und T's, also ich muss jetzt in einer ruhigen Situation, wo ich relativ entspannt bin, trotzdem nochmal nachdenken, auch wenn ich das eine Milliarde Mal durchgebetet habe, in der 4 Uhr Frühsituation mit einem zusammengewürfelten Team, wo man vielleicht auch nicht 100% mentale Kapazität hat, in einer schwierigen Wohnung, wo man, wie auch immer, ja, oder im Schockraum, man steht gerade, hat irgendwie 4 andere Patienten im Hintergrund und dann muss man jetzt sofort eine Reanimation leiten oder auch nur mitmachen, da lohnt sich eine Checkliste mit den H's und mit den T's und vielleicht, so haben wir es bei uns in der Klinik etabliert, auch gleich mit dem Behandlungsauftrag. Das heißt, man geht das einfach durch, sagt, wir haben jetzt ein Problem, weil das Peinlichste, wie du sagst, ist, man läuft jetzt, fällt es unter Reanimation heldenhaft in die Choro oder irgendwo anders hin und dann kommt man nach einer halben Stunde drauf, dass das Kalium irgendwie 8 war. Ist halt schlecht. Oder die Glucose 0. Ja, genau. Okay, auch hier sind wir wieder extrem gespannt auf euer Feedback. Vielleicht haben wir ja was vergessen oder ihr seht was anders, dann super gerne kommentieren. Seid ihr H's und T's oder H's und Hits? Liebhaber, genau. Ja. Und geht es euch vielleicht auch so, obwohl ihr schon viele Reanimationskurse gemacht habt, dass ihr das trotzdem immer wieder darüber nachdenken müsst? Also, was vergisst du am meisten, wenn du schnell einem das vorsagen musst? Also wenn ich schnell durchgehe, vergesse ich immer die Hypothermie und dann stehe ich da und denke mir, es fehlt noch eins, Hypothermie, ach so. Naja, ja, das könnte sein. Ja. Private Stories von Philipp. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Bis bald, ciao.